Hallo Leute, ich habe euch ja in den letzten Monaten immer mal wieder von einer Sportart namens Aerial Yoga erzählt. Das mache ich jetzt so ungefähr seit einem Jahr, jeweils ein bis zweimal pro Woche und deswegen dachte ich mir, das ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt für so ein kleines Fazit. Ihr konntet mir auf Instagram in den Stories in diesem kleinen Fragen-Tool Fragen stellen zum Thema Aerial Yoga und für den Fall, dass ihr gerne künftig bei solchen Sachen oder auch generell bei Umfragen mitmachen wollt, die ja doch regelmäßig hier in den Videos auch vorkommen, dann könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen. Der Link zu meiner Seite ist unten in der Infobox. Fangen wir erstmal an mit der Frage, was denn Aerial Yoga überhaupt ist. Und ich glaube, so ganz simpel könnte man sagen, es ist Yoga in Tüchern, bei dem man regelmäßig auch kopfüber durch die Gegend baumelt. So ein bisschen professioneller ausgedrückt ist es eine Mischung aus klassischen Yoga-Positionen, Fitnesstraining und Luftakrobatik. Ich habe von dieser Sportart zum ersten Mal am Set von Plan und Los gehört. Da hat nämlich unsere Regisseurin Abby damals erzählt, dass sie das jetzt macht. Und bei der Vorstellung, dass ich das auch machen könnte, habe ich ehrlich gesagt erstmal sehr herzlich gelacht. Der letzte Sport, den ich vor Aerial Yoga regelmäßig gemacht habe, das war Tischtennis in der 7. Klasse und davor in der Grundschule rhythmische Sportgymnastik. Aber über dieses dunkle Kapitel meiner Vergangenheit reden wir nicht. Von ich bewege mich vom Schreibtisch zum Kühlschrank und wieder zurück hin zu ich mache Luftakrobatik war es meiner Ansicht nach jetzt doch ein relativ ambitionierter Schritt. Aber ich habe mich dann doch davon überzeugen lassen und der Grund dafür war, dass Abby mir erzählt hat, dass der Grad ihrer Sportlichkeit ungefähr so auf demselben Kartoffellevel ist wie meiner und dass Aerial Yoga aber trotzdem sehr anfängerfreundlich ist. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die ich definitiv bestätigen kann. Da muss ich natürlich dazu sagen, dass es definitiv auf das Studio ankommt, zu dem man geht, aber ich habe wirklich das Glück, dass ich sehr, sehr coole Trainerinnen und Trainer habe und generell einfach die Atmosphäre da sehr, sehr angenehm ist, weswegen ich halt von Anfang an das Gefühl hatte, okay, auch wenn ich vielleicht nicht direkt so viel hinkriege wie die anderen, bin ich hier trotzdem willkommen und es lacht niemand über mich, sondern wir lachen höchstens alle mal gemeinsam, wenn wir irgendwas nicht hinkriegen. Dann kommen wir zu der Frage, wie man sich das Ganze jetzt eigentlich genau vorstellen kann, beziehungsweise wie denn so eine Aerial-Yoga-Stunde abläuft. Bei uns ist es so, dass die Abläufe jedes Mal so ein bisschen variieren, was ich persönlich ganz cool finde, einfach weil es dadurch nicht langweilig wird und man immer mal wieder auch was Neues mit dazu lernt. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal grob, wie denn so eine Beispielstunde in einem Anfängerkurs aussehen könnte und blende euch da drüben ein paar Aufnahmen ein. Wir beginnen erst mal ganz locker und gemütlich mit ein paar Dehnübungen, hauptsächlich für die Schultern und für den unteren Rücken. Dann kommen beispielsweise so ein paar Übungen zum Thema Gleichgewichtssinn, wie die hier. Danach dehnen wir die Schultern und den Rücken noch so ein bisschen intensiver und dann kommt der lustige Part, bei dem man kopfüber durch die Gegend baumelt. Das ist natürlich erstmal Gewöhnungssache, aber ich persönlich liebe das sehr, einfach gerade, weil das Verspannungen löst, die man irgendwo in anderen Positionen einfach nicht so gut wegkriegt. So ein bisschen Bauchmuskelkram und Salto-Gedöns muss dann natürlich auch noch sein und am Ende kommt der aller schönste Part, in dem wir einfach nur in den Tüchern liegen und atmen. Darin bin ich besonders gut. Das Coole an diesen Tüchern beim Aerial Yoga ist, dass sie einen stützen und deswegen kann man halt von Anfang an sehr, sehr viele Übungen machen, die man im normalen Yoga eben nur dann machen kann, wenn man trainierter ist, wenn man dehnbarer ist und das sorgt halt dafür, dass man eben ja auch direkt motivierter ist, weil man eben Erfolge sieht. Dann wurde ich gefragt, welche gesundheitlichen Vorteile Aerial Yoga denn hat und da ist es einmal so, dass man die Muskulatur stärkt und den Gleichgewichtssinn. Man verbessert die Flexibilität, es ist entspannend und vor allem, was für mich persönlich immer ganz, ganz wichtig ist, damit ich bei einem Sport halt auch dranbleibe, ist, dass es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Was ich dann sehr schön fand, ist, dass ich die Frage bekommen habe, braucht man dafür Kraft? Ich bin mehr die Kategorie Pudding in den Armen und das ist so eine Sache, wo ich euch definitiv beruhigen kann. Ich war nämlich jetzt letzte Woche zum ersten Mal beim Bouldern und da habe ich ganz, ganz klar festgestellt, dass meine Arme hier aus nichts anderem als Pudding bestehen. Aber genau das ist beim Aerial Yoga überhaupt nicht schlimm, weil diese Tücher ja eben genau dafür da sind, dass sie einem sehr, sehr viel abnehmen. Das heißt, wenn ihr das möchtet in der Übung, dann könnt ihr euch wirklich da komplett reinfallen lassen oder aber ihr baut eben nach und nach so ein bisschen Kraft auf und übernehmt dann sozusagen immer mehr davon. Also ja, das ist so ein Thema, über das müsst ihr euch keine Sorgen machen. Muss man Vorkenntnisse haben, um Aerial Yoga machen zu können? Da würde ich jetzt aus meiner Erfahrung ganz klar Nein sagen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht so 5 bis 10 reguläre Yogastunden gemacht, aber auch das hätte davor nicht sein müssen. Aber auch dazu muss ich natürlich sagen, dass es ganz klar auf das Studio ankommt, bei dem ihr seid. Also wie anfängerfreundlich die sozusagen ihre Kurse gestalten, auch wie viele Leute da sind, wie genau man sich irgendwie um die einzelnen Personen kümmern kann. Da habe ich eben in meinem Studio sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, weil die Gruppen einfach übersichtlich sind und die Leute sich eben, ja, sehr gut kümmern können. In dem Studio, zu dem ich gehe, ist es beispielsweise auch so, dass es extra Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse gibt, wo man eben genau schauen kann, auf welchem Level bewege ich mich denn jetzt gerade und wo fühle ich mich da wohl. Auch da würde ich euch raten, für den Fall, dass ihr in der Stadt wohnt, wo es mehrere Studios gibt, da einfach auch ein bisschen durchzuprobieren, wo ihr euch eben auch am wohlsten fühlt.
Apropos fortgeschrittenen Kurs, da kam die Frage, wie sportlich ich denn jetzt so nach einem Jahr geworden bin. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es halt kein genaues Maß gibt, an dem man sagen kann, okay, hier befinde ich mich jetzt auf der Skala der Sportlichkeit. Aber was ich euch zumindest sagen kann, ist, dass ich jetzt seit 2-3 Monaten in den fortgeschrittenen Kurs gehe. Und da sind so 1-2 Übungen vielleicht, die ich nicht mitmachen kann, weil die so ein bisschen zu kompliziert sind oder weil ich einfach nicht genug Bauchmuskeln dafür habe. Aber bei den meisten Sachen kann ich da problemlos mitmachen. Und vielleicht bin ich ein ganz kleines bisschen stolz darauf. Ich merke auf jeden Fall ganz klar, dass ich deutlich flexibler geworden bin, besonders in den Schultern und im Rücken. Da geht jetzt ganz, ganz viel, was am Anfang für mich nicht möglich war. Ich kann Positionen sehr, sehr viel länger halten und vor allem, was natürlich toll ist im Alltag, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, ist, dass ich keine Schmerzen mehr habe in dem Bereich. Generell hat sich auch meine Grundhaltung zum Thema Sport sehr, sehr stark verändert. Also durch das Aerial Yoga habe ich da sozusagen ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein aufgebaut in dem Bereich. Also ich würde jetzt immer noch nicht von mir sagen, dass ich super sportlich bin, aber zumindest traue ich mir jetzt sehr, sehr viel mehr zu und ich würde vielleicht auch sagen, oh, wie jetzt zum Beispiel mit dem Bouldern, ich möchte gerne auch mal andere Sachen ausprobieren und ich traue mich das zu machen und habe nicht Schiss, dass ich mich wirklich komplett blamiere. Dann haben sich einige von euch Sorgen drum gemacht, dass das mit den Tüchern am Anfang wehtun könnte und da kann ich euch beruhigen, also es ist natürlich ein bisschen Gewöhnungssache, bis man irgendwo weiß, was denn die richtige Position dafür ist und wie das Ganze sich gut anfühlt. Da kann ich euch einfach raten, am Anfang so ein bisschen geduldig zu sein, vielleicht lieber mal eine Frage zu viel zu stellen, ob das Tuch richtig sitzt bei den Trainerinnen und Trainern. Dafür sind die ja auch da. Ich glaube, so das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass ich vielleicht mal an der Hüfte am Anfang so ein bisschen kleine rote Striemen hatte von den Tüchern, weil ich die noch nicht richtig positioniert hatte. Und auch das tut nicht weh. Die hat man gesehen irgendwie für 2-3 Tage. Dann waren die auch wieder weg. Und ich glaube irgendwie, wenn man ja jetzt zum Beispiel einen Sport macht wie Pole Dance, dass da am Anfang ja, das vielleicht so ein bisschen mehr wehtut. Dann haben sich einige von euch noch Sorgen um dieses Kopfüberhängen gemacht. Also wie dramatisch das sozusagen ist, wie schwindelig einem dabei wird. Und dazu kann ich euch schon mal sagen, ihr habt das ja auch gerade gesehen in der Stunde, die ich euch so ein bisschen zusammengefasst habe, dass eben der Teil, in dem man kopfüberhängt, relativ gering ist. Also die meisten Übungen finden eben, ja, richtig rum statt. In den Kursen, zu denen ich gehe, ist es außerdem so, dass man eben immer nur relativ kurz kopfüber bleibt, dann wieder nach oben geht und so Ausgleichsübungen dazu macht, die eben dafür sorgen, dass das Blut wieder in die richtigen Ecken fließt und dass einem nicht schwindelig wird. Und für den Fall, dass es doch so sein könnte, kann man natürlich jederzeit auch einfach eine Übung pausieren. Also es ist zumindest bei uns jetzt kein Gruppenzwang oder irgendwas da, wo man das Gefühl hat, oh Gott, ich muss da jetzt unbedingt mithalten und ich muss jetzt wirklich jede Übung machen, sondern ich glaube, ja, fast in jeder Stunde ist das so, dass sich irgendjemand zwischendurch mal hinsetzt und einfach eine kleine Pause macht. Das ist ja auch völlig okay. Bin ich schon mal runtergefallen? Beziehungsweise was macht man eigentlich, wenn dieses Tuch reißt? Nein, ich bin bis jetzt noch nicht runtergefallen und in allen Stunden, die ich bis jetzt besucht habe in diesem Jahr, ist das auch noch niemand anderem passiert. Bei den meisten Übungen ist es so, dass man so fest in den Dingern drin hängt, dass sie einen eben halt gerade davon abhalten zu fallen, weil sie einen stabilisieren und ich fühle mich da immer sehr, sehr sicher und sehr gut aufgehoben. Die Deckenverankerungen, an denen diese Tücher befestigt sind, halten so ungefähr eine Tonne aus und Abby hat mir erzählt, dass sie in den Tüchern auch schon zu dritt drin saßen, ohne dass da irgendwas passiert wäre. Also da müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Dann haben mir natürlich auch einige von euch geschrieben, dass sie in einer Stadt leben, in der Aerial Yoga nicht angeboten wird und ob man das Ganze auch zu Hause machen kann. Und dazu würde ich Jein sagen. Also man kann sich die Tücher bestimmt auch zu Hause irgendwie an die Decke hängen, aber damit kenne ich mich nicht aus, deswegen möchte ich euch dazu gerne keine Ratschläge geben. Und gerade dann, falls ihr eben noch Anfängerin oder Anfänger seid, würde ich euch definitiv raten, zu einem Kurs zu gehen. Ich finde es da einfach ganz, ganz wichtig, kein Risiko einzugehen und gerade am Anfang eben jemanden zu haben, der sich mit der Sportart auskennt und der das Ganze beobachtet und guckt, dass man die Übungen eben auch richtig macht, damit man sich nicht verletzt. Falls ihr jetzt noch weitere Fragen zum Thema Aerial Yoga habt, die ich hier im Video nicht beantwortet habe, dann könnt ihr mir die gerne auf Instagram stellen, da werde ich ein kleines Q&A machen. Das heißt, es wird wieder eins von diesen kleinen Fragenkästchen geben, in die ihr dann eure Fragen stellen könnt. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, dann folgt mir gerne auf Instagram. Der Link zur Seite ist unten in der Infobox. Mich würde es jetzt natürlich interessieren, was ihr denn so für Sportarten macht und ob es da vielleicht auch die ein oder andere Sache gibt, die geeignet ist für so mittelsportliche Kartoffeln wie mich. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare und passend zum Thema Sport habe ich hier drüben auch noch ein Selbstexperiment für euch verlinkt. Da bin ich nämlich 7 Tage lang nur zu Fuß gegangen. Da könnt ihr mal sehen, wie es mir da so ergangen ist. Und darunter gibt es eine Playlist mit allen weiteren Experimente-Videos. Wenn ihr möchtet, dann klickt auch gerne auf die Glocke hier unten. Dann werdet ihr künftig benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ich hoffe, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.